Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands. Wieder mit den beiden hier. Fisch fährt ein unsichtbares Fahrzeug. Bei mir Und sie fährt fahren Kirsch ein beide. unsichtbares Fahrzeug. Und ich Ellie habe ein fährt ein Fahrzeug. Sichtbares Fahrzeug. Und mehr weiß ich auch schon nicht mehr. Hab den Ich bin Bug immer behoben. derjenige, der die Sachen einleitet. Danke. Und das immer, wenn wir gerade wieder eine neue Aufnahmesession starten. Und dann habe ich keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben und was wir machen. Wir haben als letztes Er ist auf dem Arsch durch die Rust. Gegend gesprungen. Rust Commons, nein, wir haben den Crazy Earl Scrapyard erledigt, glaube ich, und dann haben wir noch ein paar Quests erlebt. Und jetzt sind wir in den Rust Commons East, also im nächsten Gebiet, weil das sieht fast genauso aus wie das. Moment mal. Sieht genauso aus wie das andere, Ja, irgendwie aber schon. okay. Oh, ich habe es überfahren. Kirsch, hast du ein Auto? Nee, ich generiere mir gerade eins. Ja, okay. Also. Ich wollte gerade sagen, im alten Gebiet kommt man nicht ganz generieren. Wollt sich generieren, zum Fahrersitz teleportieren. Oh mein Gott, dieser Start. Nice. Haha, meiner. Wir müssen in den Canyon. Ich guck mal kurz, wo der ist. Also wir müssen da noch Oder später hin, East. aber erstmal machen wir das hier. Hey, Fisch, nicht attackieren. Mob. Flop. Mr. Jones. Mr. Haben Jones wir den gerade gefunden? überfahren? Ja. Ah. Sorry. Ich wollte hier nur auch wenden. Ich wollte hier nur auch wenden. Okay. Ah, Kirschi! Lass mich doch rausfahren erstmal! Ich will immer dir aus dem Weg fahren und dann Freddy, war ich dir in den Weg. Freddy, du muss musst emotioneller sein. Denk dran. Emotioneller? Muss ich nicht. Nicht emotionaler, emotionaler. Das macht ihr schon für mich. Wir sind hier. Emotionoteller. So höre ich mich jetzt nicht an, aber okay. So höre ich mich jetzt nicht an. Schon fast am Weiten, so höre ich mich jetzt nicht an. Voll gut. So. Das ist Sei froh, dass du nicht eine immer sagst, und Art willkommen zu zu den Ender Games. What? Oh, Okay, dass Kirsch schwarze hier nicht Flagge. versteht, war klar. Ich verstehe ihn auch nicht. Maudado kündigt hier das Video. Also, nein. Maudado spielt viel Ender Games. Und dann hat er ganz viele Videos mal so angekündigt. Und seitdem fängt eigentlich jeder, wenn man mit ihm aufnimmt, so seine Videos an. Und damit willkommen zu den Ender Games. Und das ist verstehe inzwischen so ein Running Gag. Ach, keine Ahnung. Ich muss erstmal richtig viel Scheiß verkaufen. Er ist ich kann das schwarze Brett gar nicht ein benutzen. Witz. Cool. Ja, das ist auch kaputt, das sollten wir überprüfen. Oh. Ich nehme übrigens mit 60 FPS flüssig auf, nachdem ich meinen Grafiktreiber mal nach eineinhalb Jahren mal geupdatet habe. Und deshalb hört man auf mich. Kirschi verkaufen. Was? Achso, Zeug. Verkaufen. Okay, ich spiele sowieso den ganzen Scheiß. Er hat immer schon noch mal den Anfangsschild oder so. Weil er ihn nicht gerne weggeht. Hab ich garantiert. Ich gebe allgemein ungern mein Zeug weg. Ich hab Medikits dabei, warum? Bist du denn? Ja, die kann ich eigentlich verkaufen, hast? Oder? Ah, nee, das ja, macht die kann ich verkaufen. Oder? Ja, ich glaube, ich habe sogar dieselben. Heckenschütze. Sniper-Schaden am Arsch. Hm. Ich spiele sowieso immer mit anderen Waffen. Scharmützler-Mod. Achso, das ist der für dich. Willst du 36% Team-Nahkampfschaden? Nee. Nein, Kirschi. Was? Der, ja, wenn du sagst, für dich in einem Projekt mit zwei anderen Spielern. Ja, willst du einen Klassenmod mit 36% Team-Nahkampfschaden? Könnte man machen. Soll ich mit Mr. John schon reden? Er steht hier auf der Brücke. Ja, okay. Knall ihn weg. Knall diese Schlampe die ganze Nacht, knall sie die ganze Nacht. Ja, das war mal Unterricht angehen, war voll lustig. What? Okay, wie war das? Wer? Ach so, Miss Helena, schickt dich. Ja, ja, das schwarze Brett gibt schon lange kein Box mehr von sich. Ich wünschte, es wäre anders. Dann wäre immer wieder was los. Prüfung. Und wir haben ein Klassenmod bekommen. Habe ich jemals gesagt, dass auf der Waffe, die ich mal gekauft habe, steht, Big Tony sagt Hi? Ja. Okay, gut. Was, das da kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ich ein paar Sicherungen, kehre zu John Hudson zurück. Das schwarze Brett ausgerechnet die Sicherung. Okay. Wir müssen Müll suchen. Kirschi, komm mal her. Wegwerfen. Da. Ah. Danke. Ich wollte gerade zu den Autos gehen und gucken, warum, was da so komisch aussieht. Ich möchte an dieser Stelle einfach, ich möchte einfach von diesen Autos weg und nie wieder ein Auto mit euch benutzen. Nie wieder. Guckt euch das ein neues. Das hier, das ist schon Kunst, wie Kirschi das immer schafft. Dann nimm mal was ein Auto. Ich weiß nicht mal, das welches du, von beiden meins ist. Freddy, das hast du geschafft. Wie, ich war vor Kirschi da. Ernsthaft? Ja. Ja. Oh. Ich kann nicht. Das hab ich geschaffen. Ich kann nicht warte, mal fahren. Ich box euch weg. Ich kann auch nicht warte, fahren. Warte, ich box euch weg.
Aber das ist platzsparendes Parken, dankeschön. Auf einmal dreht Freddy erstmal 10 Runden. So. Das ist platzsparendes Parken. Die Zeltparkart. Die Zeltparkart. Und das ist schon mal gleichzeitig für Kunst. Ist das, hast du das studiert? Ja. Weil, wenn du das nicht studiert hast, du musst das Denken einfach den Studierten überlassen. Fuck. Hallo? Ich bin ausgestiegen, ist das richtig? Nee, wir müssen ein bisschen weiter. Ich hab grad auf die Karte geguckt. Ich hab das 10 Semester lang studiert. 10. 10. Unter 10 Semestern geht da auch nichts. Kishi, bitte. Bitte. Ich will doch nur platzsparend parken. Wir sind hier möglicherweise in der Stadt. Aber ich möchte auch noch später wieder wegkommen. Du kommst so noch weg. Hast du gehört? Du kommst so noch weg. Das war die anders, weil das hier mein gutes Name. Da ist eine Waffe rausgefallen. 215er Sniper, ist nicht gut. Wow. Aua. Aua. Aua, das ist gemein, das weißt du. Ah! Auf die anzuspringen, Drecksvieh. Kirschi benutzt meine Waffenklasse, ich benutze seine. Because why the fuck not? Böses Drecksvieh. Kirschi ist gefallen. Oh, scheiße, knallt das Drecksvieh. Ist schon tot. Ah, du Dreck! Schild, lad dich schneller auf! Viech, stirb schneller! Das ist schon tot. Jetzt ist es tot, Freddy. Oh mein Gott. Nein, da war noch explodiert. Da war ein Teil hinter den Ding. Ja, die Sniper war scheiße, ja. Da hinten ist noch eins. Die geht eigentlich voll. 250? Da leistet uns jemand Gesellschaft. Ja, ich hab jetzt 200, knallt das Giftzeug einfach mit der Sniper-Dauerfeuer reinmachen. Da ist ein gigantischer Penis? Ja. Achso, die. Da ist ein knallter Feuerschleimer. Da liegt Geld. Man die? Weiß ich noch nicht. Im Gesicht. Wirklich? Ich habe ihn gerade direkt ins Gesicht geschossen, das hat ziemlich gezogen. Ich glaube, wir müssen. Oder steht aber nicht Crit bei. Oh. Da hinten ist er. Ich hab 500 Schaden mit der verfickten Waffe. Die waren einfach in den Müllhaufen drin, falls ihr es wissen wolltet. Ja, schon richtig. Also die Explosions... Ich weiß nicht, also Kritten? Also ich weiß, kein Kritpunkt bei dem momentan. Also die Explosionsdinger, die explodieren einfach sofort. Ja. Ach, da ist der Kleine! Okay, dann können wir auch wieder abhauen und die Sicherung einbauen. Theoretisch. Oder wir töten noch die ganzen Drecksviecher hier. Mhm. Oder wir kreieren Kunst mit Fahrzeugen. Nein, Kishi, das lassen wir. Schade. 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 Am euphorieberaubten Tagen frequentierst du eine Kirche und du sprichst mit Gott. Fick ihn doch. Dann fick ihn doch, fick ihn doch. Ich hab die Stromausfallversion zitiert. Ich weiß. Dann fick ihn doch. Fick ihn doch. Hast du die Stromausfallversion auch gekauft, Kishi? Ja. Ja. Ich mir natürlich auch. Ich mir wirklich sogar? Ja, ich natürlich auch. Also ich werde sie mir noch kaufen. Weil ich hab die Premium Edition, die mir im Regal stehen. So wie Ansa? Ich hab Ansa seine... Ford DeLorean? Ja, ja. Ansa Ford DeLorean, ja genau. Das Lied fand ich nicht mal unbedingt gut. Ich auch nicht. Ehrlich gesagt mag ich nur ein paar Lieder vom Album. Aber das Scheiß hat das Ding gesprengt! Aber ich fand, hat schon die, das, ich fand die Anspielung mit dem DeLorean ganz cool. Nehm ich einfach Kishis Auto, scheiß drauf. No. Fuck you! Goethe. Ja, hier Kishi, losfahren mit. Ah ja, Kishi, stimmt, du hast die, laufen. Diesen Mod da. Ich laufe. Ich hab keinen Mod, Kishi. Nicht diesen Mod, sondern diese Ulti, mit der du schnell wirst. Ich finde mal super, wie wir es alle Ulti nennen, dank mir. Ja, stimmt. Schon das ist der Action da, Leute. Was? Ich bin empty. Oh. Ja. Na, egal. Du bist sowieso schon da. Assi. Dankeschön. Ich hätte. Du wolltest ja nicht geschoben werden. Ob sich keiner hochfahren? Versuch's mal. Aber ich hab so viel Gewicht, ich sollte aus dem Weg gehen und nicht mitten in deinen Weg spawnen. Schieb mal an. What the fuck? Moment mal, Kirschi, nimm du das. Ich weiß nicht, ich bin ausgestiegen. Glaubst du, ich komme da drin? Ich weiß es nicht, ich versuche mal einfach zu. Steig ein paar los. Ich kann nicht, einfach danke. Noch weiterfahren. Fahren.
fahren. Einsteigen. Senor! Freddy, hättest du das Auto nicht kaputt gemacht? Ne, wäre das nicht passiert. Wop, wop, wop. Das wäre auch so passiert. Nein. Doch. Wo müssen wir eigentlich hin? Den Typen da, der da oben steht mit dem Reden. Du rennst natürlich direkt wieder runter. Direkt wieder rauf. Ich bin in meiner Ulti-Zeit wieder raufgekommen. Oh, jo, nice. Draufgekommen. Nicht mehr Middle of Nowhere. Ja, dann die Versicherung kehre damit zurück, bla bla bla. Gut gemacht, da gibt's an jeder Ecke. Die gibt es nicht an jeder Ecke, nur in jedem Müllhaufen. Ich werde sie mir mal ansehen und feststellen, ob sie noch zu gebrauchen sind. Natürlich. Alter, eine Sicherung. Oh, guck mal, ist nicht durchgebrannt. Fertig. Mhm. Jetzt haben wir trotzdem keine neuen Dings hier, aber wir haben einen Skillpunkt. Er hat auch eine neue Quest für uns. Ich baue jetzt die Sicherung für das schwarze Brett ein und möchte, dass du mir einen Gefallen tust. Ganz in der Nähe haben Spider-Ends für ziemlichen Ärger gesorgt. Erledige diese Viecher. Bis dahin sind die Sicherungen im schwarzen Brett eingebaut. Eine Hand wäscht die... Warte, Bild absuchen. Andere. Du verstehst? Ich glaube, er will gewaschen werden von uns. Ein schwarzes Brett mit Sicherungen? Ja. Das schwarze Brett darf auch nicht von schwarzen Leuten geklaut werden. Also steht's unter Strom, ah. Oh, das war jetzt rassistisch von mir. Und was mit... Kirschi, und was mit den grünen Leuten? Die grünen Leute sind okay. Grüne Schade, Leute? Du fragst nicht, warum grüne Leute. Freddy, hast du gerade gefragt, warum grüne Leute? Ich darf meinen Neger anmachen, wie ich möchte. Ja, genau. Ich wollte auch gerade rassistisch sein. Ja, ich auch. Ich kenne auch grün. Hast du die Quest angenommen? Ja, klar. Soll ich sie mal anmachen, ne? Ja. Wow, 5, wow! Nein. Du bist beide erst getötet. So wie du fährst schon. Oh, nach hinten. Nein, ja, habe ich auch gemerkt, deshalb war ich am Wind. Ehrlich gesagt, an Marsmenschen. Moors-Menschen? Ja, da denke ich an Moors-Menschen. Oh, steht da. Spider-End. König Spider-End. Spider-End. Oh. Soldat-Spider-End. Knallhalter. Oh, scheiße, mein Auto ist fast im Arsch. Ich fahr mal lieber zurück und geb die Quest ab. Nicht, dass ich nochmal platze. Ich hatte gerade noch 31 HP mit dem Ding. Schönes Ding. 31. Das war fast richtig, Kishi. Ich fahre gar nicht. Ich fahre. Nein, ich meinte gerade das mit 31, dass ich das so ausgesprochen habe, bayerisch. Und habe ich gesagt, ich dachte, darüber hast du gelacht. Gut gemacht, diese Krabbelfiecher werden wir jetzt nicht mehr. 31. 130. Monst. Kratz die Kurve. Danke, dass du das Retterbild vergisst nicht, gefahren. Deinen neuen Jobs zu überprüfen. Wenn du eine Hilfe könntest du ausrichten, sie sollen mich mal besuchen. Ich würde sie gerne wiedersehen. Am Arsch. Fischi. Jemand fragt, das warst du. Oh Gott! Freddy, da unten ist eine neue Spawnstation. So sehr hätte ich das auch gar nicht gemacht. Holy! Immer wenn ich sowas. Oh Gott, Alter, 4 neue Quests. Oh Gott. Oh Gott, wir haben eine neue Dings-Quest, eine neue. Fisch, wie fährst du? Ja. Fisch! Ich warte gerade darauf, dass er eine Quest aktiviert, die wir machen können. Wollen wir die nächste Helena-Quest machen? Nicht in einem kleinen Wagen. Helena Pierce? Naja. War die mit den komischen Tagebüchers. Das ist nicht Helena Pierce. Helena Pierce ist... Oh mein Gott, was ist mit deinem fucking Gesicht passiert? Tennis. Ja. Ich guck mal, was die anderen, wo die anderen Quests sind. Schnitzeljagd Shotgun. Das ist für Kishi. Nein. Schade. Wollen wir die zuerst machen, die ist noch weit oben. Okay. Erste Schrift verbrannt, zweite Schrift verbrannt, dritte Schrift verbrannt. Ah, mein nächstes jetzt! Erste was? Erste? Ja. Erste. Nee. Gehst mein nächstes hier? Erste wird gar nicht anders. Dein Näschen. Erste ist aber eher, naja, nicht bayerisch, sondern. Wie nennt sich das? Pisse? Ostfriesisch? Nee. Was ist damit? Ich glaube, ich habe die Schrift gefunden. Guck mal, eine Kirche oder ein Schrein. Kirche. Das Gekritzel nicht zu entziffern. Ein Büchlein. Es sind einfach nur Briefe. Oh, da war ein Barcode drauf, die hätte ich readen können. Deswegen lässt man Frauen nicht fahren. Hä, wieso? Ich bin gerade rückwärts runtergefahren. Ja, ganz professionell. Geschrocket. Hä, wieso? Das hat noch 100, das hat noch voll AP. Wo müssen wir jetzt hin? Dahin. Nach da oben vielleicht? Nee, nach da hinten irgendwo.
Aber du hast den Lack beschädigt, da vorne sind das massive Kratzer drin. Ach, das ist ja am Arsch, ich dachte wirklich hier oben. Aber jetzt ist mein Auto schon wieder fast im Arsch. Wie kommt man da hin? Weiß ich nicht. Ah, da lang, okay. Gott, ey. Ich hab keine Ahnung, wo ich anfangen muss. Folg mir einfach. So, so eine Minimap wäre echt super in dem Spiel. Ja, so wie bei Borderlands 2. Boah. Best Game. Ist das richtig? Ja, wenn richtig. Ich sehe da so einen grünen, komischen... Eine Pille? Lass mich erst den Barcode reden. Da, ja, das wollte ich auch machen, aber ich habe keinen Barcode-Reader, fiel mir gerade an. Oh Gott, das Teil... Oh mein Gott, oh mein Klischee, Gott. Ich fahr Man sollte weiter, nicht ne? in die roten Spider-Ends reinfahren. Ich fahr gleich weiter. Oh Gott, ey. Gut geparkt, sieht schön aus. Da ist ja tatsächlich ein Barcode drauf, das ist cool. War doch ein Borderlands... Kannst du da bitte weggehen, sonst kann ich nicht readen. Dankeschön. Fotocard. Wir haben übrigens noch 4 Minuten. Ich bin so gelevelt. Lang noch? Ich bin gelevelt. Ja, also bin ich bei der Quest auch schon. Das Auto raucht so ein bisschen. Ja, weil Freddy uns hinten reingefahren ist. Ja, es raucht nicht mehr. Ups. Freddy? Ja, ist mein Auto kaputt. Es hat gebrannt. Das es hat Schuss. Gebrannt. Freddy, du hast super geparkt. Okay, man kann die Barcode irgendwie nicht einlesen. Vielleicht ging das bei Borderlands 2? Weiß nicht, ich glaube, da ging es auch nicht. Okay, dann komm. Schade. Dann mache ich mal schon die Timer-App auf. Dann brennen wir den Scheiß nochmal. Mein Auto ist ja gar nicht kaputt. Nee. Moment mal, jetzt könnten wir sogar noch die Shotgun-Quest schnell machen, weil die ist ja direkt in der Nähe. Da kommt ein brennender Psychopath. Wir küssen uns dabei. Sorry. Nicht sterben, bitte. Kein Problem, scheiß Raucherhusten halt. Ja. Moment, du rauchst nicht. Sicher? Nee. Ich dachte, ich falle in das Dings rein, weil du so komisch lang gefahren bist, aber ich hab's geschafft. Ja, ich bin ja ganz schnell wieder hochgefahren. Ey, nicht so schüchtern. Okay, wo finden wir jetzt Shotgun-Teile? Keine Ahnung, Alter. Eins habe ich schon mal. Das. Weiß ich nicht. Griff. Moderne Kunst. Ich frage. Lauf? Okay, was brauchen wir noch? Ja, wo findest du die ganzen Sachen? Ich dachte, keine Ahnung, die lagen hier auf den Dächern. Eins liegt da unten. Haben wir jetzt auf. Ich find's nicht. Das liegt nicht da unten, das ist halt dieser Gebietsmarker. Wir denken, dass Grünes rumliegen. Wo? Da oben. Nice. Ich kann nicht drauf geachtet. Oh ja, Shotgun-Gehäuse. Hab's. Okay, jetzt brauchen wir nur noch ein Magazin. Oder wie sagt man es in Bayern? Magazin? Mogzen. Da oben liegt's. Magazin. Wo? Monsters. Hier. Okay. Nice, da haben wir es auch geschafft. Haben wir es geschafft, geh? Zur Not würde es das tun. Bin gefallen. Das ist ein Säure-Shotgun. Manchmal frage ich mich, wie. Manchmal frage ich mich das, Kirschi. Ich bin Künstler, lass mich. So, dann machen wir jetzt die andere Quest noch weiter. Das war das hier. Oh, auf einmal fahre ich falsch. Deswegen lässt man Frauen nicht ans Steuer. Weil sie sich dem ersten Zielpunkt nachorientieren und dann den zweiten auf einmal folgen müssen? Ja. Okay. Okay, diese knallharten Spider-Man sollte man nicht überfahren übrigens. Ja, ich weiß. Bist du dein Auto kaputt gegangen? Nee, fast. Aber die Grünen sind auf jeden Fall besser zu überfahren als die Roten. Die Roten töten dein Auto fast instant. Das kann sich mal anders verbrennen, weil es er möchte. Getan. Oh. So. Was haben wir da noch? Da noch kurz, aber ich möchte mal gucken, was da. Gott, nein! Oh, hi! Ich wollte gucken, was hier unten ist. Oh. Ein wenig Blut an den Reifen habe ich gerade gekriegt. Ich was? Ein wenig Blut an den Reifen. Au. Kirschi, willst du mal das große Wasser da reinspringen? Ja. Das ist nicht tödlich. Oh Gott. Okay, da ist ein Map-Ende. Was bist du denn?
Ich bin was Totes. Ich bin da was reingefahren, Alter. Ja, ich hab's mitgekriegt. Wir werden fast gestorben. Unser Pass vorbei. Oh mein Gott. Dann töten wir uns direkt an. Griffen an. Ja, ich hab den auch mal in der Piste. Ja, hier drüben bin ich. Hallo. Oh, wo ist er hin? Also man kann sich direkt kritten, aber oben auf ihrem Dings drauf, also wenn sie sich nicht gerade eingraben, da kann man dann viel Schaden aufmachen, also. Ist kein Crit, aber es ist mehr Schaden als dann. Ist mein Auto kaputt? Ja. Yep. Nice. Dann würde ich sagen, wir werden an dieser schönen Part. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Tschüss.